Die Grafik ist natürlich irgendwie fehlerhaft. Oder kommt mir das nur so vor? Man sieht auf jeden Fall sehr deutlich die Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach des Waldes scheinen. Ja, ich wollte auch eigentlich nur kurz Lil Winky besuchen. Ich bin ja eigentlich noch im Zaubererministerium. Ui, auch Lil Winky wird gut beschienen von den Sonnenstrahlen. Ich hoffe, das gibt keinen radioaktiven Sonnenbrand. So, wie geht's dir, Lil Winky? Ja, genau, steck mal den Kopf da raus. Das sieht nicht gesund aus, ja. Oh, oh, naja. Aber, wir haben wieder einen Geschäftsaufstieg. Du bist jetzt Level 2 vertrauensvoll. Ja, genau, verbeug dich vor mir. Und? Ist das maximal? Nee, aber gibt ein blaues Buch. Was brauche ich fürs Quinterpad? Brauche ich fürs Quinterpad noch? Ich glaube, ich brauche noch blaue, oder? Ich glaube schon. Okay. Ja, genau, ich brauche blaue. Ich habe 51. Wie viel brauche ich? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich brauche 60. Und mir fehlen aber auch noch einige rote Bücher. Und es gibt schon die nächste Tierwesen-Quest, die ich wahrscheinlich den Imp kaufen muss. Die übertreiben sie jetzt aber langsam mit den Tierwesen-Quests. So schnell bin ich nicht. Ich habe mich ja als Cecil Lee verkleidet, sieht man das? Mal gucken, ob Cecil Lee heute wieder auftaucht. Und ob der sich geschmeichelt fühlt. Oder ob er auch von radioaktiven Sonnenstrahlen geblendet wird. Ach, was haben wir hier? Oh, das muss ich nachher auch noch machen. Ja, die hole ich mir nachher, dann bekomme ich noch ein braunes Buch fürs nächste Haustier. Aber jetzt erstmal, Mr. Lee? Oder, nee, bei dem waren wir zuletzt. Wo geht's jetzt hin? Es geht in den Allzweckraum im Ministerium, okay. Mal schauen, hier sind auch ein paar Bugs, ja. Seltsame Kronleuchterstrahlen, würde ich mal sagen. Wer hat dich denn an den verzauberten Fenstern zu schaffen gemacht? Ja, wenn ich das wüsste. Wie soll ich denn bei dem ganzen Lärm eine Teepause machen? Ich hoffe, so laut ist doch gar nicht. Ich würde mich mir eher Sorgen um die Lichtbugs machen. Nun, immerhin scheint es dieses Mal kein Strike der Surprise Zentralverwaltung zu sein. So, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Erstmal unter den Bugs durch. Ja, okay. Oh nein. Sieht aus, als hätte sich der Wirbelsturm auf das Fenster im Allzweckraum ausgebreitet. Und es fällt den Leuten immer schwerer, ihre Arbeit zu erledigen. Könnt ihr mir das erklären? Ich dachte, das Problem wäre nur im Postschlüsselbüro aufgetreten. Barnaby und ich haben seinen Onkel besucht. Wir haben herausgefunden, dass sein Onkel den ganzen Tag über schönes Wetter hatte. Was ist eigentlich hier mit meinen Handschuhen los? Die sind auch total zerfetzt. Von diesem Grafikbug heute. Deswegen ist es seltsam, dass im Allzweckraum jetzt auf einmal auch ein Wirbelsturm zu sehen ist. Meine guten Handschuhe. Das könnte man so sagen. Verzeihung, Sir. Arbeiten Sie in der Zauberer-Zentralverwaltung? Genau. Mein Name ist Reginald Cadamerl. Aber du kannst mich Rag nennen. Reginald ist etwas zu förmlich angesichts der Tatsache, dass ich normalerweise einen magischen Mob Harem trage. Ich bin Cody Bailey und das ist mein Freund Ben Copper. Wir sind Schüler von Hogwarts und zu Besuch im Ministerium. Nun, Rag. Die Zauberer-Zentralverwaltung leistet einen hervorragenden Beitrag dazu, diese Situation zu lösen. Danke, endlich weiß jemand zu schätzen, welchen Beitrag wir hier leisten. Aber ich habe mich gefragt, ob Sie etwas darüber wissen, warum die verzauberten Fenster verrückt spielen. Ich habe keine Ahnung, aber dieses Mal ist es jedenfalls kein Strike der Verwaltungsopera. Können Sie uns sonst noch irgendetwas über die Fenster erzählen? Klar, dieses Fenster ist das sogenannte Hauptfenster. Es steuert alle verzauberten Fenster im Ministerium. Interessant. Und verdächtig. Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir uns die verzauberten Fenster ansehen? Nein, kein Problem, es macht mir nichts aus. Wir haben schon so ziemlich jeden Zauber ausprobiert, um das Problem zu beheben. Komm schon, Ben, lass uns die verzauberten Fenster untersuchen, das klingt nach Spaß. Nach langem Spaß. Es klingt immer mehr danach, als wären die verzauberten Fenster verflucht. Ich frage mich, ob noch irgendwelche verzauberten Fenster verrückt spielen.
Ja, ich weiß nicht so recht, welcher Zauber so ein Chaos anrichten kann, dass es hinter einem Fenster regnet. Wäre es nicht mehr Chaos, wenn es hier drin regnen würde? Sieht aus, als wären alle Papiere auf diesem Schreibtisch verweht worden. Das muss was damit zu tun haben, dass es draußen regnet. Jemand hat sich definitiv an diesen Fenstern zu schaffen gemacht. Du warst doch gerade ganz woanders. Wo warst denn du gerade? Warst du auf dem Sofa? Denn ich habe dieses sehr verdächtige Sofa genau unter die Lupe genommen. Okay. Dann kümmere du dich mal um das Sofa. Diese Fenster haben sonniges Wetter gezeigt, als ich mit Mr. Diggory hier war. Diggory ist an allem schuld. Er hatte in letzter Zeit keine Probleme mit den verzauberten Fenstern. Bei unserem Streich haben wir verschiedene Zauber verwendet, um die Fenster zu verändern. Es klingt immer mehr danach, als wären die verzauberten Fenster verflucht. Immer mehr. Ich frage mich, ob noch irgendwelche verzauberten Fenster vorgespielt, die woanders sind. Ich habe schon so einige Flüche gesehen. Und ich würde darauf tippen, dass diese verzauberten Fenster verflucht wurden. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Und der Fluch scheint sehr komplex zu sein. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das würde erklären, warum keine unserer Server funktioniert hat. Aber wer sollte denn die verzauberten Fenster verfluchen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ein ehemaliger Mitarbeiter oder jemand anderes, zum Beispiel eine schwarze Hexe oder ein schwarzer Magier. Hast du irgendeine Theorie dazu, wer die verzauberten Fenster verflucht haben könnte, Cody? Woher soll ich das wissen, Ben? Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich habe auch keine Ahnung, was gerade vor sich geht, aber das ist nichts Neues. Wer auch immer es ist, er hat jedenfalls bereits Zugang zum Ministerium. Du hast recht. Die Person muss irgendwie an Mr. Monk vorbeigekommen sein. Oder es ist Mr. Monk selbst. Ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Besuch im Zaubererministerium so geheimnisvoll sein würde. Und die Handschuhe sind immer noch kaputt. Bist du dir da sicher? Geheimnisse folgen dir schließlich auf Schritt und Tritt. Das stimmt. Nun, ich werde jetzt hier fast nicht aufgeben. Ich habe einen Fluch zu brechen. Aber mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Ich gehe nochmal kurz nach Hogwarts. Es soll jetzt Quizrunden in den Clubraum geben. Ich weiß noch gar nicht, was das bedeutet. Ich will mal kurz reingucken. Ja, hervorragend. So, wo gibt es hier... Ah, hier ist eine Tür, die neu ist. Sphinx Quiz. Sphinx Club? Ja, da war ich gerade. Einladen. Bedir? Okay, hallo Bedir. Ich möchte eine Sternkarte für den Club malen und mit jemandem zum Reden male ich besser. Kann ich dir ein paar Fragen stellen, während ich male? Was ist der hellste Stern? Wow! Jetzt willst du es aber echt wissen. Hast du mir das vorher verraten? Ich würde hier sagen Sirius oder Peter Goetze. Sirius oder Peter Goetze. Aber hier, das Wissenssymbol steht hier für Wissen. Also... Ja! Sehr gut. Ha, komm mal. Bei dir, ich bin schlau. Ich bin sogar so schlau. Ich muss nur eine Frage beantworten, um das Quiz zu gewinnen. Ich bin beeindruckt, Cody. Das Gespräch mit dir war mir eine große Hilfe beim Malen. Oh ja, also, wenn das so einfach geht. Dann, wenn das eh nur eine Frage ist, gehe ich schnell noch bei den anderen Clubs auch rein. Das Drachenquiz. Im Drachenclub. Oh, hier kann ich Charlie und Bill ist nicht verfügbar, weil er ja schon nicht mehr in Hogwarts ist. Er hat seine ist schon im zweiten Arbeitsjahr. Na gut, dann Charlie. Gucken, der kennt sich ja mit Drachen aus. Ich möchte eine Party für das Quidditch-Spiel zwischen den Wanderers und den Arrows organisieren. Was kann ich tun, damit die Party ein Erfolg wird? Wie sollen wir die Party dekorieren? Das ist doch kein Drachenquiz. Teamfarben? Keine Dekoration? Wir können ja was Schmuck brauchen. Ja, die Teamfarben natürlich. Oh, okay. Egal, wie die Party ausgeht, ich hoffe, dass sich der Drachenclub amüsieren wird. Vielen Dank, Cody. Was war das denn jetzt für ein Drachenquiz? Aber immerhin bin ich fürs übermaximale Level bei Charlie. Na gut. Dann gehen wir noch zum letzten Quiz. Penny oder Liz? Ah ja, Liz. Denn die habe ich noch nicht auf maximal. Hallo, Liz.
Ich möchte eine Präsentation über magische Geschöpfe für den Hippogriff-Club machen, aber nur mit interessanten Fakten. Was kannst du mir über Crubs sagen? Sie haben einen gespaltenen Schwanz? Die Frage war jetzt auch einfach, Liz. Ja, also irgendwie... Wir haben es geschafft, Cody. Ich glaube, unser Club wird sich über diese Präsentation freuen. Danke für deine Hilfe. Ich habe das Gefühl, die Club-Quizzes sind jetzt nicht so der Bringer. Oh Gott. Ich habe noch was im Zaubereiministerium zu erledigen. Und zwar den Ministeriumspartyplan und das Praxistraining. Das Praxistraining für...